Rutschen werden von so vielen geliebt, aber in diesem Video werde ich euch nicht einfach nur irgendwelche normalen Rutschen oder Wasserrutschen präsentieren, sondern welche, die ihr bestimmt noch nicht gesehen habt. Hier sind 5 ungewöhnliche Rutschen, die man gesehen haben muss. Nummer 5. Skywalk-Rutsche. Bei dem ganzen Wirrwarr aus Holz und Stahl kann man nicht sofort erkennen, was das eigentlich sein soll. Aber ja, es handelt sich um einen Skywalk mit Wendelrutsche. Aufwärts über den Skywalk, abwärts mit der Riesenrutsche. Wem das Erlebnis nicht reicht, kann sich auf ein Netz legen, das über die Öffnung der obersten Kehre im Skywalk aufgespannt ist. In Tschechien kann man die 55 Meter hohe Turmkonstruktion auf 1100 Meter Höhe anfinden. Bist du erst einmal den langen Skywalk nach oben gegangen, bist du wahrscheinlich erschöpft. Glücklicherweise muss man da nicht mehr nach unten gehen. Nummer 4. Leap of Faith. Wolltet ihr schon mal mit Haien schwimmen oder seid Adrenalin-Junkies? Dann wird euch diese Rutsche hier gefallen. Auf den Bahamas könnt ihr im Atlantis Paradise Island den Schwung des Vertrauens bzw. Leap of Faith erleben. Die Fahrt beginnt auf der Spitze des berühmten Maya-Tempels und lässt dich dann unter Wasser durch eine haifischbefüllte Lagune schnellen. Aber keine Sorge, du rutschst natürlich durch eine geschlossene Plastikröhre. Kontakt mit Haien wirst du garantiert nicht bekommen. Nummer 3. Himmelrutsche. Du stehst auf Höhen, dann gut aufgepasst. Ein Wolkenkratzer in Los Angeles wird mit einer besonderen Attraktion. Besucher sollen in mehr als 300 Metern Höhe durch eine durchsichtige Rutsche schnellen. Ein Hubschrauber flog die durchsichtige 15 Meter lange Rutsche in den 69. Stock des US Bank Tower in der Innenstadt. Sie ist mit dem 70. Stock verbunden. Gäste brauchen dann nicht mehr die Treppe verwenden, um zur Etage darunter zu gelangen. Der US Bank Tower ist 310 Meter hoch und hat 73 Stockwerke. Stell dir einfach mal den Ausblick von einem 5 Meter Sprungbrett vor und nun stell dir mal vor, du bist 60 Mal so hoch. Genau diese Höhe bietet dir, wie gesagt, diese Rutsche. Sie ist mit 15 Metern vielleicht nicht die längste Rutsche, aber die paar Meter reichen schon aus, um Herzrasen zu bekommen. Nummer 2. Schiff mit Wasserrutsche. Du liebst sowohl Schiffe als auch Wasserrutschen? Dann ist diese Kombo hier genau das Richtige für dich. Auf dem Liberty of the Seas Kreuzfahrtschiff lassen sich 5 Wasserrutschen anfinden, darunter auch eine Boomerangrutsche. Diese steile neue Boomerangrutsche führt dabei am anderen Ende wieder in die Höhe und das fast vertikal. Rutschbegeisterte erleben somit im freien Fall einen Moment der Schwerelosigkeit. Nummer 1. Boeing 747 Wasserrutsche. Genial für Luft- und Raumfahrtfans. Der Evergreen Wings and Waves Waterpark in Origin hat eine Boeing 747 in eine Wasserrutsche umgebaut. Das ist eine originale Boeing 747 und sie ist tatsächlich mal geflogen. Nun wurden in ihr mehrere Wasserrutschen integriert. Das war's auch schon. Schreibt mir doch mal gerne euer coolstes Rutschenerlebnis in die Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.